Hallo Weiß 2 schreibt jetzt mit, was ihr ins Headset Mikro brüllt. Ein Gaming gilt zukünftig die Devise, bitte sprechen Sie deutlich und vermeiden Sie Schimpfwörter. Denn zumindest Hallo Weiß 2 bekommt von Microsoft jetzt ein Transkript Ions Feature spendiert, das die Äußerungen von Spielern in schriftliche Aufzeichnungen umwandelt. Schon seit längerer Zeit sind Cards in Spielen eine Standardfunktion und seit einiger Zeit sind auch direkte Sprachverbindungen zwischen den Nutzern immer häufiger direkt in die Games integriert. Microsoft geht nun aber noch einen Schritt weiter. Sowohl auf der Xbox One als auch auf Windows 10 PCs wird es zukünftig möglich sein, gesprochene Kommentare direkt in den schriftlichen Card einfließen zu lassen, und umgekehrt. Zumindest sollen die Kommentare erst einmal nur in der Live-Konversation zu finden sein. Es ist aktuell wohl nicht geplant, dass die Transkriptionen der Flüche, die ein Spieler in sein Mikrofon ruft, dauerhaft in einem Textarchiv aufbewahrt werden. In anderen Situationen und anderen Games kann dies aber durchaus anders aussehen. Aktivierung in Bedienungshilfen. In den Hallo Weiß 2 Einstellungen ist das neue Feature unter dem Abschnitt für Bedienungshilfen zu finden. Dort kann man nun sowohl auswählen, in welche Richtung die Umwandlung durchgeführt werden soll, als auch mit welcher Stimme die Inhalte des schriftlichen Cards auszugeben sind. Letzteres legt dabei allerdings fest, wie andere Spieler die eigenen geschriebenen Mitteilungen zu hören bekommen. Vorteile bringt das Feature natürlich in erster Linie Nutzern mit einer Behinderung beim Hören oder Sprechen. Allerdings dürften sich auch andere Nutzer durchaus für die neue Funktion interessieren. So erleichtert sie es immerhin auch, an der Konsole an den Cards im System teilzunehmen und erspart zuweilen einfach auch Tipparbeit. Wenn sich das System in Hallo Weiß 2 bewährt, dürfte es wohl nicht mehr zu lange dauern, bis auch andere Angebote mit entsprechenden Tools ausgestattet werden.